So, guten Morgen. Und wer hält die Stellung? Einsam wacht der Wolfgang. Da sagst du, ist ja schon Geld drauf. Ich sage, kommst du da? Ich muss die Kontoaussuche holen. Ich wollte mal wissen, was da nicht Montag. Heute ist der 29. Morgen ist Feiertag. Morgen ist Feiertag, da muss er. Naja. Da muss heute Geld drauf sein. Müsste, naja. Heute Nachmittag, wa? Ich krieg ja nicht am 29. Boah, Mensch, ich weiß ja, wie manche Ämter das sind. Denn wenn die Rente zahlen soll, wenn es eine 2, 3, 4, haben wir das Geld erstmal drauf. Weil wir stehen auf der Bank an, wie wir auch. Ja. Na gut, okay, wir werden sehen, was der Tag so bringt heute auf alle Fälle bei schlechtem Wetter. Wenn es für dich wird, na gut, du bist ja, wollen wir sagen, bei schönem Wetter, so kann weiter aufmachen, das ist auch scheiße, wa? Das ist ja Feiertag, darf ich gar nicht. Nee? Nö, Feiertag ist zu. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Tommy macht auf. So, erster Auftrag heute. Nämlich. Ein gebrauchtes Hinterrad finden, weil dieses. Freilaufkörper Probleme hat. Ich spüle aber mal durch und gucke mal, ob das schon funktioniert. Ja, das ist genau das, was ich mal ein Video drüber gemacht habe, Freilaufkörper reparieren. Mal läuft es nicht. Das ist leider kaputt, aber ich habe es neu da. Greift nicht, guck. Jetzt greift's. Ja, jetzt greift's nicht. Greift's wieder. Siehst du? Jetzt nicht? Ja, nee, das kannst du vergessen, das wird nicht. Gut, ich baue mal auseinander. Sagen ist langweilig. Das ist die Schule des Lebens. Ich möchte dir mit irgendwas helfen. Dann helfe mir mit Ruhe. Nö. Das ist ja dann. Das ist mir keine Hilfe. Ruhe ist aber nichts für Kinder. Ruhe ist nichts für Kinder. Sozusagen, ne? Was? Ruhe ist nichts für Kinder, sagst du. So, guck. Das haben wir. Tada! Und der hier, der ist kaputt. Stoppen! Wie soll er denn stoppen? Ist richtig kaputt? Gibt's ja gar nicht. Voll eingeschmiert. Gut, ich schraube jetzt mal hier die Achse raus. Das habe ich ja noch nie gemacht. Also noch nie vor Kamera. Die Achse wird jetzt ausgebaut. Die Achse ausgebaut. Ich hab gerade nicht gesagt. Na! Nicht, dass allen schwindelig wird hier. Achse raus, Freilaufkörper ab und dann gucken wir mal. Das ist ja furchtbar. Oh, das ist hier viel Grind. Mal die Haare. Überall Haare drin in meinen Innen. Das ist meins. Oh, das klappt so ja. Normalerweise muss man unten gegenkontern. Naja, er weiß, ich will nur helfen. 17er Schlüssel. Mutter ab. Scheibe ab. Gucken wir mal, was das hier ist. Quatsch, 15, wo ist der?
Hoppala ist 15 und ist auch locker. Das ist ein kompletter Narbenservice eigentlich. Das ist eigentlich die richtige Reparatur, wenn der Freilaufkörper kaputt ist. Freilaufkörperreparatur, so macht man das. Freilaufkörper nämlich tauschen. Ja? Wie geht's? Da sind überall Haare. Ja, Haare sind da überall dran, stimmt. So, dann haben wir den Konus hier. Geht denn der noch? Kann man das denn? Lohnt sich das denn? Ja, naja, minimal eingeschliffen. Jetzt löse ich das. Eine Kamera ist drauf. Ich hoffe, wenn ich es unten rausziehe, dass mir nicht die ganzen Kugeln entgegenkommen. Nimmst du mal ab? Dann packst du es da auf. Da sind nämlich Kugeln im Lager. Bitte eine Umdrehung zu. Nur weiter. Du musst durchstecken, den Knebel. Durchstecken, 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 durchstecken. Andere Seite weiter drehen. Und dreh zu. Okay. So, jetzt muss ich den Freilaufkörper lösen. Aber eigentlich kann ich die Kugel ja auch rausnehmen. Das ist ja totaler Quatsch. So, alle Kugeln rausgefallen, sind eh trocken. Die sehen nur noch gut aus, die sind nicht schwarz oder so. Jetzt schraube ich den Freilaufkörper da ab. Braucht man einen Innenbus dafür. So ein. Freilaufkörper abschrauben. Jetzt ein 7-fach Freilaufkörper und ich muss mal gucken, ob ich sowas da habe. Weil die Narbe ist eigentlich noch gut, Speichen sind gut. Man muss nicht immer das ganze Rad tauschen. Aber wenn man so einen Ersatzteil natürlich jetzt mal nicht da hat und der Kunde das Rad schnell braucht, dann tut es auch ein neues Rad. Oder wenn die Felge schon kaputt ist, ne, dann weg damit. Das ist die Befestigungsmutter. Und hier drin ist es kaputt. Funktioniert mal und mal nicht. Jo, da bin ich wieder. Jetzt opfer ich sozusagen diese wunderschöne Narbe, die ich neulich mal poliert habe. Aber egal. Na gut, dann nehmen wir erstmal zum Bäcker und sind danach wieder da und machen weiter mit dem Freilaufkörper. Weiter geht's. Ja. So, wo stehen wir? Keine Ahnung. Kaffee trinken wir mal stehen geblieben. Noki, Noki, du bist eh ne. Warum sagt denn die Bäckerin Jungfrau so schlimm? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist sie ja Jungfrau und sie ist ja schlimm. Ich bin auch Jungfrau. Na, ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich bin Jungfrau, das weiß ich. Ja, ich weiß es nicht. Mama hat's gesagt. Ist nicht so wichtig alles, finde ich. Sternzeichen sind mir jetzt nicht so. Kann ich nicht mit anfangen. Du bist meine Tochter, das weiß ich. Ich bin Chemie, aber Leon hat dann die 3 Tage Auffahrt wie du. Müssen muss ja keiner arbeiten. Aber wenn du Geld verdienen möchtest, dann musst du arbeiten. Das ist richtig. Das liegt ja nur an deinem eigenen Anspruch, den du an dich selbst hast. Deswegen sind so viele Leute draußen und kaufen. Kaufen kannst du nur, wenn du Geld hast. Kann ich ja. Aber ich möchte am besten ein Abo haben. Aber alles kostet ja Geld und ich kann nicht so gut rechnen. Wir hoffen mal, dass es die gleiche Verzahnung ist, aber es sieht gut aus. So, jetzt schraube ich den. Darauf. Zack. Da wieder rein. Lass mich mal kurz hier schauen. Jetzt kommt hier oben Kugeln wieder rein. Hältst du mal das fest?
ganz schön viel. Einmal. Sechsmal. Ja, genau. Im Grunde genommen wie so reinkleben. Und? Neunmal. So, jetzt hat sie eine neue Fettpackung gleich. Aber jetzt wird es schwierig, oder? Im Grunde genommen wird es jetzt gar nicht mal so schwierig. Siehst du? Ausgetauscht. Richtig festhalten. Jetzt habe ich Öl. Oder keine Ahnung, wie das heißt. Fett. Fett ist Fett. Jetzt habe ich Fett. So, Fett. Fett ist Virus. Macht Dreck. Nee, Fett schmiert alles und hält alles am Laufen. Findest du Fett gut? Ja, in dem Fall ist es sehr gut sogar. Wofür? Wofür denn? Dass die Lager gut laufen, das ist doch richtig. Guck. Hört sich ganz anders an. So, dann haben wir das repariert, haben kein Neuteil verbaut. Gleichzeitig sind die Lager neu gefettet. Darf ich das rankriegen? Das hier willst du? So rum kommt das ran, ja? Keine Angst vor dreckigen Fingern, einfach machen. Ja, hast du? Jo, hast du. 15er hält man und den 17er kontert man. Zack. Das ist gut. Und dann hier wackeln. Wackelt nicht. Und probieren. Ja. Freilaufkörper ist getauscht. Jetzt kommt hier die Kassette wieder drauf. Wo ist sie? Hier. Ne, das machen wir ab. Kann ich das haben? Wofür willst du das haben? Ein Schloss. Gut, was wollte ich sagen? Eigentlich sind wir hiermit fertig. Das wollte ich sagen. Ich bin damit fertig. Das ist erledigt. Ich freue mich sehr. Der neue Freilaufkörper ist drauf. Er ist festgeschraubt. Alles gut. Ein Schloss haben wir aufgebrochen gerade, weil ich neue Mieträder brauche, war ich kurz draußen unterwegs und habe mir diese Draht organisiert. Natürlich nicht. Ja. Die gute Frau, der haben sie das Schloss manipuliert. Kann ich auch mal zeigen. Gutes Abus Bordo, heißt das, glaube ich? Ja, genau. Das ist das einfache, das Abus Bordo, die schwere Version. Und die haben ihr dazu gekleistert. Mit Sekundenkleber oder sowas. Keine Ahnung, irgendwas ist da drin. Man kriegt den Schlüssel nicht mehr rein. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht aus wie Sekundenkleber für mich. Und lässt sich da drin auch nicht mehr bewegen. Man muss nichts aufknacken. Hier, halt mit dem Bolzenschneider aufgemacht. Klack. Das ist ja kein Problem. Ist das Sekundenkleber? Also Kleber, der ganz schnell klebt. Innerhalb von Sekunden. Ja, und das haben sie. Ja. Musstest du das Rad herschleppen und dann habe ich das aufgebrochen. Jetzt ist das Schloss leider Asche. Ja, Sir. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Hinten brauchen wir einen neuen Bremszug. Was ist das? Das ist eine Säge. Hinten brauchen wir einen neuen Bremszug und vorne brauchen wir... Muss es nur eingestellt werden. Mach ich jetzt schnell. Ist ja jeden Tag... Das sind so jeden Tag die Aufgabe. Muss man sich ungefähr so vorstellen. Der Tag fängt an. Dann hat man... Einmal Luft bitte. Okay. Kannst du haben. Kannst du mir den Sattel höher stellen oder feststellen oder eine Schraube festziehen? Das ist der zweite. Und der dritte ist dann, was bestimmt kommt am Tag, im Laufe eines Tages so, platter Reifen. Und der vierte ist Bremsen. Bremszug gerissen, Bremszug einstellen, Bremsbelag wechseln, irgendwas. So, vier Dinge, die eigentlich jeden Tag passieren. Hat sie doch gemacht letztes Mal. So! Ich stelle ein. Das war erstmal ein bisschen Zug geschmiert, damit es ein bisschen fluffiger läuft. Jetzt stelle ich ein. Ich halte, Schraube auf, ziehe ein bisschen, Schraube wieder zu.
Getestet. Wunderbar. Ziehe ganz fest. Und wenn das nächste Mal wieder sich der Bremshebel zu weit ziehen lässt, dann muss der Bremsbelag getauscht werden. Ne? Einmal hat man immer gut, einmal kann man einstellen. Zweites Mal sollte man den Bremsbelag tauschen. Hat ja natürlich auch einen Grund. Ne? Außer es ist zu locker geschraubt. So, habt da die totale Optik. Das ist eine geschlossene Hülle, da kann man nicht viel machen. Von vorne bis hinten, da ist unheimlich viel Reibung drin. Das gilt zu minimieren. Erstmal Beug aus. Moin! Was darf sein? Läufst du noch? Ja. Das ist eine Katastrophe. Der kam jetzt an, meinte sein Lenker ist locker. Aber der ist nicht locker. Sein Steuersatz ist total verrostet. Schauen wir uns dann gleich an zusammen. Also der ist total durch. Egal, hier habe ich die Bremse ausgebaut, Bremszug erstmal ausgebaut. Jetzt wird sie gekappt, einfach aus Bequemlichkeit. Guck mal hier, wie rostig das ist. Ja, kann nicht laufen, ne? Es funktioniert so nicht. Was? So schnell geht es leider nicht. Aber vorne die Bremse ist schon gemacht. Ja, bloß jetzt hinten mache ich gerade den Zug. Okay. Jo, da war sie schon wieder da. Das ging natürlich zu schnell. So schnell bin ich nur auch nicht. Zumal ja manchmal nebenbei auch noch andere Leute kommen, die dann einen Auftrag haben, wie wir gesehen haben. Mal ein bisschen Fett auf den Finger hier oder auf dem Handschuh und zieht das immer durch. So ein bisschen. Kommt hier eine Endhülse ruf? Ich verschraube. Ja, das ist immer noch drauf. Ach, hält der noch. Hat ja auch noch Rücktritt. Ja, das war's. Jetzt gehen wir zum Steuersatz über. Oh mein Gott! Ohne Worte. Da ist nichts mehr zu löten. Hier, hat Spiel, wahrscheinlich kein Lager mehr vorhanden. Ja. Ich schaue mir das mal an. Wir bauen ab. Na hier, wenn man es festmacht, dann kann man es ja nicht mehr bewegen. Auch hier, das ist ja auch schon. Also wieder vorne geweitet, der Rahmen. So. Oh. Sieht gar nicht gut aus. Nee, sieht nicht gut aus. Total verrostet. Soll ich den Sauberbesen holen? Du kannst mir mal den Knipser geben. Das ist schon gut, dass du mir das gibst. Das finde ich schon total toll. So, zack. Jetzt brauche ich noch ein 5 mm Innenbus. Sehr nett von dir. So, jetzt kann man das beruhigt in die Ecke stellen erstmal. Und sich das gesamte Desaster hier angucken. Also, wie ich merke, sind die... Ja, das war hier der gerade da war. Wie man sieht, ist durch diesen wackelnden Steuersatz und Weiterfahren das schon derart geweitet, dass man das einfach so rausziehen kann.
Den Lara sitzt unten und wenn man hier rin guckt, weiß ich nicht, ob ihr das seht tatsächlich, weil das ist wirklich schwer zu erkennen, aber da bricht schon die Schale innen drin auseinander. Von hier sieht man es nicht, von hier. Das ist durch, das ist kaputt. Hier. Ja, die Lager sind kaputt. Und hier oben auch. Zack. Kann man einfach so auseinandernehmen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. So ein Lager muss fest, fest, fest sein. Und da sind auch Kugeln denn der Wolf her? Fängt der immer zu heulen an? Das ist ja schlimm mit dem, ey. Das ist scheiß Mitleidstool, geh mir auch auf den Sack, ey. Das geht nicht. Ja, muss ich nur mal sagen, das funktioniert nicht. Hier kann ich einfach die Leute immer voll heulen, weil den geht da den furchtbar schnell auch auf den Sack. So, hier kommt Jans Künstler. Ja! Ja. Ja, aber Wolf, ja. Mann, oh Meter, ist das Psychotherapie hier. Eine Therapiestündchen mit Wolfgang. Ah, naja. Passt halt, wa? Da geht halt direkt. Ohne einpressen. Passt ohne einzupressen. Wow! Los geht's. Weiter geht's. Mensch, die Karte war voll mit einmal. Habe ich nicht bemerkt. Den Lagersitz muss ich jetzt darauf setzen. Also den alten Lagersitz habe ich von der Gabel runtergeholt. Hier war er drauf. Den habe ich runtergeholt. Und der neue Lagersitz kommt da jetzt drauf. Da ist er. Ich habe jetzt extra gewartet damit. Ich habe mal ein bisschen 15 Minuten Pause gehabt quasi. In der ich nur rumgestanden habe, Nase gebohrt habe. Weil die Kamera, weil ich erstmal die Daten rüberziehen musste. Oh. Na, was ist denn? Mit dem dicken Bello. Ja, hört sich schon so an. Das war 2 Stunden. Einmal fertig. Denken mal alle, ich bin Millionär, bin ich aber nicht. Ja, das ist ja totaler Quatsch. Ich hab den hier gerade. Für so einen Schnickschnack 1000 Euro für eine Tretkurbel auszugeben. Also was soll denn das? Wer macht denn sowas? Thorsten erzählt nämlich wieder ein Märchen von seinen Kumpels da. Mit seiner BMX-Bande, der da Kontakt hat. Unglaublich. Ja, ich wusste gar nicht. Amerika? Ja, ja, hinter schwedischen Gardinen. Er meinte, weil ich aus dem Osten komme, hatte ich natürlich keinen USA und kannte nichts. Ja? Quatschkopf. Wie gebe ich denn jetzt so eine Nummer ein?
Gebe ich das, schreibe ich dazu 044? Ja, ja, stimmt, klar. Also, würde ich sagen. Ich staune, dass so viele Leute heute da sind. Das ist wirklich der ganze Laden voll. Macht schon wieder Bondage? Ach, du bist ja. Ach, das funktioniert schon. Ja. Ja, jetzt sieht der mit sich aus. Glatte lange Haare, dann wäre ja mal was. Ne, genau, no, kannst hier vorne in den Afro-Shop, kannst du dir Extensions drin ballern. Dann wäre da auch mal was. Hoch auf den goldenen Wagen. So, hier haben wir ein Problem, und zwar löst sich die Pelle. Den Fachkreisen macht man auf die Spreu vom Weizen, wa? Sozusagen. Vulkanisier-Geschichte ist Geschichte. Aber so hat man wieder einen schönen Weißmannreifen, wenn man das einfach abpult. Ja. Guck mal. Ja. Ein Hollandrad. Mann, der Thorsten. Oh. Der macht einen ganz schön fertig manchmal. Ding, ding, ding. Das Licht ist abgefallen. Wie kann sowas abfallen? Ist ja ein Ding. Jetzt machen wir eine Sicherungsmutter ran, damit es nicht mehr abfallen kann. So, und dann schauen wir mal, ob das Licht jetzt geht. Hammer. Der Sattel muss neu. Ich zeige warum. Ist verständlich, ja? Der muss neu. Jetzt haben wir noch einen platten Vorderreifen. So, der Mantel ist schon so alt, hier muss ich den alten Schlauch als Anti-Plattband einlegen. Man sieht den Tommy immer nur vom Behind. Er hat aber wirklich kein Geld hier. Muss er nach Ostern nochmal wiederkommen. Hier, das reißt. Da reißt es auf. Ja, jetzt folgt schon meine Abmoderation. Oder was heißt schon? Das ist ja wirklich auch bald Zeit. Ich mach gleich zu. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Zeit zum Aufräumen. Morgen ist frei. Ich wünsche euch allen ein schönes Ostern. Ich schaue mal, ob ich Samstag hier bin, vielleicht auch nicht. Morgen ist erstmal frei. Jetzt räume ich hier vorne noch ein bisschen auf und möchte mal behaupten, wir sehen uns entweder nach Ostern wieder oder eben bei Ostern. Bei Ostern, genau. Meine Tochter ist auch da. Die malt noch ein bisschen was. Zeig mal. Ah, wunderschön. Ein Panda? Ach so, dieses. Na, was ist denn das überhaupt? Naja, es ist aber irgendein Tier, soll das darstellen, eventuell. Also wie gesagt, gehabt euch wohl, wir sehen uns nach Ostern wieder oder eben an Ostern.
Also, bis dann. Ciao.